Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, den vierten. Heute machen wir mal Bike-Check vom E-Bike. Ja, hier ist die gute Kiste, kennt ihr ja, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall machen wir heute Bike-Check, fangen denke ich gleich hier oben an. Aber davor noch ein Bike fahren und am Ende dann noch zum Akku und dann erzähle ich euch noch so, was ich für positive und negative Erfahrungen gemacht habe. Und ja, let's go! Leute, dann fangen wir mal an. Auf jeden Fall, die Kiste heißt Focus Jam 2 9.6 Plus und ja, bin sehr zufrieden damit, habe jetzt seit September, ja, bin sehr zufrieden, aber nachher gehe ich noch genauer darauf ein. Auf jeden Fall beginnen wir mal. Also hier habe ich Reverse-Griffe, waren vorher so komische dabei und ja, habe ich umgebaut, Reverse-Griffe, keine Ahnung, wie jetzt genau heißen. Auf jeden Fall sind die komplett glatt und sehr dick, fährt eigentlich mega geil, aber ist Geschmackssache. Und auf jeden Fall Bremsen habe ich Shimano BR Bremsen, Sattelstütze habe ich KS, auch original verbaut, dann Motor Shimano Steps E8000. Und hier Spacer habe ich umgeändert zu Hauptspacern, weil ich die noch über hatte. Und auf jeden Fall habe ich als Gabel RockShox Revelation. Ja, fährt sich eigentlich mega geil. Mein Fahrwerk sehr hart beim Downhill wie hier. Besonders hier, weil hier kann es halt schneller durchschlagen und hat 150 mm. Fährt sich eigentlich mega gut, gibt's nichts. Dann Narbe, original verbaut, Novatec und Felgen, Race Face, hinten genauso und Mantel ist es Maxxis Recon Plus, hinten habe ich einen anderen, das zeige ich euch dann gleich. Ja, der Rahmen natürlich von Focus, logisch, und hinten habe ich den RockShox Deluxe Dämpfer verbaut. Ja, fahre ich auch sehr hart, bin auch mega zufrieden damit. Ja, schlägt schon relativ schnell durch, aber wie gesagt, ist halt ein E-Bike und kein Downhill. Dann hier Pedale, habe ich irgendwelche Billy-Pedale, keine Ahnung wie die heißen. Kurbeln sind Shimano XT-Kurbeln. Ja, sind eigentlich auch ganz geil. Und ja. Der Rahmen ist Carbon, also der Hauptrahmen, sieht man ja hier, keine Schweißnähte. Nur die Schwinge ist dann Aluminium, weil hier Schweißnaht und ja, so ist es halt. Ja, Schaltung habe ich Shimano XT, beim Trigger das gleiche. Und hier die Kassette war oder ist Shimano SLX Kassette. Die war vorher genau so eigentlich, 11 Gang, nur der letzte hatte halt einen größeren Abstand, der letzte Gang, vom zweiten zum ersten. Ja, habe ich jetzt neue, weil die alte war ein bisschen kaputt. Und Kette ist es die SRAM PG irgendwas Kette. Und auf jeden Fall, ja, Ritzel oder Kettenblatt, auch von Shimano XT. Denke ich mal. Und hinten das gleiche Laufrad wie vorne, Novatec Narbe und Race Face Felge, Felgenring und Mantel. Mein alter, der war unten, habe ich jetzt ein Continental Trail King in 2,8er Größe. Ja, würde ich für vorne auch holen, weil der hat einfach mega Grip, fährt sich mega geil, finde ich einfach saugeil.
Aber ist Geschmackssache, man sollte am besten einfach immer das holen, was man so denkt. Und einfach alles so testen und dann sich seine eigene Meinung bilden, so finde ich das immer. Dann habe ich der Sattel noch. Ist ein Reverse Fork Wheel Sattel. Vorher war irgend so ein Focus Trail Sattel war da drauf. Habe ich auch umgebaut. Ja. Ist halt ein Sattel, gibt es nicht viel zu sagen. Sieht gut aus. Fertig, ist auch Geschmackssache. Und das war's, glaube ich, schon. Wie gesagt, jetzt noch zum Motor, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, zeige ich euch noch, was man da so machen kann und so. Ja, let's go. So, jetzt zum Akku. Ist ein Shimano E-Step 8000. Hier ist der Anknopf. Einfach 3 Sekunden festhalten, wenn es ganz aus ist, und dann nochmal 3 Sekunden. Also erst 3 Sekunden, dann leuchtet das bisschen, dann nochmal 3 Sekunden. Und hier ist das Display. Hier könnt ihr dann wählen, wenn ihr hier drückt, gehen die Modus so hoch: Eco, Trail, Boost. Und hier ist der Akkustand und die kmh-Anzeige. Und wenn ihr hier unten den Knopf länger festhält, kommt ihr in das Menü, könnt ihr hier mit dem Hebel dann wieder rumswitchen, ganz einfach. So. Und einfach hier kurz drücken, dann geht's wieder aus. Und wenn ihr es anmacht, bis nach Shimano Steps nicht aufs Metall gehen, sonst geht's nicht, weil dann so ein Fehler angezeigt wird. Ersatzakku. Das Bike sieht so aus, wenn ihr es bekommt, dann macht ihr vielleicht noch den Getränkehalter dran. Wenn ihr euch einen Ersatzakku kauft, ist dieses Teil hier dabei. Dieses, das hier, dieser Stecker und selbstverständlich der Akku. Was ihr dafür braucht, ist ein Imbus. Dann holt ihr euch das. Dann guckt ihr, was ihr für ein Bike habt. Jam 2. Dann die zwei Löcher. Die zwei Löcher von Jam 2. Macht das hier dran. Und dann könnt ihr den Akku da reinmachen. Zeige ich euch jetzt. Ich baue das gerade mal dran und dann zeige ich euch das. So, jetzt habe ich das hier dran gebaut. Jetzt sieht das so aus. Hier ist eine Schraube und hier nochmal auch. Die habe ich aber gerade verloren. Ich Vollidiot. Vielleicht finde ich sie noch oder ich hole gerade eine neue bei mir zu Hause. Habe ich auf jeden Fall eine. Egal. So, dann holt ihr euren Akku. Hier. Ein Ersatzakku. Hier könnt ihr dann drücken, für zu gucken, ob er voll ist. 5 Balken. Dann holt ihr den. Eine Sekunde, ich muss erst die Kamera umstellen. So, dann holt ihr euren Akku und macht den einfach hier oben so ran und drückt dann einfach nach unten. Dann ist der drin. Und wenn ihr ihn abmacht, drückt ihr hier drauf und macht nach oben und dann geht der raus, ganz einfach. So, so, dann holt ihr dieses Ding, oh, die scheiß Bremse, dann holt ihr das Ding hier raus, legt das irgendwo hin und holt dann diesen Stecker, den macht ihr diesen Stecker so rum hier hin. Das hier weg. Das ist gerade ein bisschen schwierig einhändig. So, mach das hier so dran. So, und jetzt der Logikheit halber einfach hier zurück. Zurück. Und da dran. So. Und dann hier unten ist so eine Rille im Rahmen. Schön das Kabel da reinlegen. So, dann macht ihr einfach den Akku an. Und falls er nicht angeht, macht nochmal ab und macht nochmal dran. Guckt, dass das auch wirklich hier dran ist. Und dann seht ihr den anderen Akku, den Ersatzakku. Und ja, wenn der jetzt leer ist, zieht ihr einfach den Stecker ab. So, dann geht der Motor aus.
den Stecker abziehen, schmeißt das Kabel, tut es einfach am besten eure Tasche. Wenn ihr berg runter rollt, dann macht ihr einfach den Stecker weg, tut dieses Teil wieder da rein, hier unten, und dann macht ihr die Füße von den Pedalen und startet dann neu. Im Berg müsst ihr dann kurz anhalten, aber ist kein Akt, ist eine Sache von 20 Sekunden vielleicht. Ansonsten, jetzt machen wir gerade nochmal den Akku ab, zeige ich euch noch die andere Möglichkeit. So, jetzt habe ich euch noch das Teil hier, das ist in eurem Koffer immer dabei. So, das ist für euer Getränkehalter. So rum musst du da dran. Also das hier ist oben, so kommt das in den Rahmen rein, musst du ja logischerweise so rum hier ran. Ich mach das gerade mal fest. So, wenn ihr dann euren Getränkehalter angeschraubt habt, sieht das dann so aus. Das ist eine ganz schöne Fummelei. Und dann auf jeden Fall könnt ihr dann... Wollt ihr da euch das Teil? Das ist jetzt etwas komplizierter, aber im Akku muss man einfach nur so draufstecken. Hier, ich hoffe es klappt jetzt. Hier unten drauf und dann hier oben runter drücken. Ja, aber hier unten muss es irgendwie drin bleiben. Ja. Und dann das runterdrücken geht sehr schwer. Ach, also nicht wundern. So, dann sieht das so aus. Dann habt ihr euren Getränkehalter. Und wenn ihr jetzt den abmachen wollt, müsst ihr das hier runterdrücken. Hier oben und dann kräftig hochschieben. Es geht schwer, also nicht wundern. Stelle ich jedes Mal wieder fest. Also einfach unterdrücken. Dann hoch und dann hier unten raus. Dann ist wieder ab. So, das war's zum Ersatzakku. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und jetzt nenne ich euch noch die Vor- und Nachteile. Let's go. So, fangen wir bei den Nachteilen an. Auf jeden Fall der größte Nachteil ist der Akku. Auf jeden Fall am Anfang war das bei mir so, er ging die ganze Zeit, ganz normal. Nur nach einer Zeit, also mein Vater hat ja das ähnliche Bike, also auch von Focus. Und nach einer Zeit war auf jeden Fall beim Akku, bei meinem Vater so am Anfang, irgendwann hatte man nur noch ein Bike. Der ist dann rot, der Balken. Und dann kannst du noch so lang fahren normal, wie halt so ein normaler Balken halt. So 5, 6 Kilometer, kommt drauf an, wo du fährst, wie du fährst. Ja. Und auf jeden Fall, dann war es auf einmal so, du fährst und auf einmal normal, du denkst so, ja, 5 Kilometer oder so. Und der wird rot und nach 200 Metern geht er auf Eco von selbst. Dann ist das komplette Display rot und dann... noch 50 Meter, dann ist er komplett aus. Das ist wirklich ein sehr großes Problem. Also auch wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt, das ist so schlimm, wenn euch nur ein Balken fehlt, braucht man immer einen Ersatzakku. Und beim Ersatzakku, mein Vater hatte den zuerst, hat alles super funktioniert. Und dann bei der dritten Tour war das gleiche und dann habe ich auch einen bekommen. Und das war schon beim ersten Mal direkt derselbe Scheiß. Und mein Vater hat das reparieren lassen. Den Akku hat den tauschen lassen angeblich, aber er funktioniert immer noch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall kriege ich jetzt auch noch für den Motor einen neuen. Mal gucken, wie es da aussieht, ob das dann funktioniert. Bin ich sehr gespannt. Werde ich euch dann berichten. So, und jetzt zum zweiten Nachteil. So, zweiter Nachteil ist, hier ist ein Magnet. Hier ist ein Kran, also hier ist der Magnet. Hier ist ein Sensor hier hinten dran und dann geht das in den Motor, in den Tacho und wird dir die kmh-Anzeige angezeigt durch den Magnet. So, und der Magnet ist lose hier drauf, also kann man so abziehen, jetzt ist er hier ab. Und der ist jetzt auch nicht besonders fest hier drauf. Bei meinem Vater war das als erstes, da kam ein Stock rein, dann hat er hier oben gehangen, dann haben wir Gott sei Dank gefunden, weil es irgendwas geschliffen hat und das war dann der Magnet. Und bei mir war es so, ich habe ihn einmal verloren, habe dann hier, haben wir uns selbst eingemacht gerade. Und dann ging das. Sollte man anders lösen, am besten
hier ist ja das Dreieck, dass der Magnet in dem Dreieck ist und dass das dann auch fest ist, würde ich für sinnvoller halten. Ja, sehr ärgerlich, wenn ihr mal eine Tour fahrt und das Ding geht ab und ihr findet es nicht mehr, dann müsst ihr mich schieben, weil dann zeigt der Motor keine kmh-Anzeige an und dann ja, ist vorbei, dann könnt ihr schieben. Das ist halt nicht so cool. So, und jetzt zum nächsten Nachteil, let's go. Und noch kleiner Tipp, wenn ihr auch das Problem hier habt oder wenn ihr auch das gleiche Bike habt, macht Klebeband drum, hatte ich gerade eben auch, ich habe es jetzt nur abgemacht, für das zu zeigen. Macht einfach Klebeband drum, dann hält es besser. Und ja, so, jetzt aber zum nächsten Teil, Nachteil, das ist, also, ja, als man das Bike bekommen hat, also als ich das Bike bekommen hat, alles wunderschön und man weiß ja nicht, wie es innen aussieht und auf jeden Fall, dann habe ich nach einer Zeit, hat der Steuersatz geknarzt und habe den auseinandergebaut und der war einfach komplett, also der war nicht gefettet, der war einfach rostig und war schon festgerostet und so, ganz uncool. Und hier hinten das genauso. Ich habe die Karre einmal komplett auseinandergenommen und das war echt nicht cool. Da war alles halt rostig und nicht eingefettet. Ja, auf jeden Fall nicht so cool. Und das war es eigentlich schon so mit dem Hauptnachteil. Ja, ansonsten ist das wie bei jedem Fahrrad. Es gibt halt, es ist von außen immer alles so wunderschön. Und dann innen gibt es so ein paar Sachen, wo man sich dann so denkt, warum verbaut man dann das da? Aber ja, ist bei jedem Fahrrad eigentlich so, kann man nichts machen. Ja, und ansonsten fährt sich mega geil, man kann auch mega gut mitspringen. Ja, ist halt ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber gewöhnt sich dran. Und ja, man hat damit auf jeden Fall seinen Spaß. Man kann so kleine Singletrails, kann man so geil fahren. Und springen geht auch fit, nur wenn ihr halt mal zu weit fliegt, dann wird es schon unangenehm. Aber es gibt ja auch noch das Focus Sam und das hat auf jeden Fall mehr Federweg. Ja, kann ich nur empfehlen, den Kauf. Ja, macht mega Spaß einfach nur. Kann ich euch empfehlen und ja, das war's eigentlich. So, das war's schon für heute. Ja, schreibt in die Kommentare, was ich besser machen könnte. Ich mache beim Downhill auf jeden Fall auch noch einen Bike-Check oder nicht nur einen Bike-Check, sondern wie ich mein Fahrrad so service, also wenn es jetzt ganz dreckig ist, bis dann, wenn ich halt wieder fahre. Ich mache dann so ein Video, werdet ihr demnächst sehen, wird noch ein bisschen dauern. Ich habe da was mega cooles vor, werdet ihr dann sehen, wird denke ich ganz geil. Und ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, geht gerne unten liken und abonnieren, würde mich sehr über das freuen. Und wie gesagt, immer alles in die Kommentare, was euch so einfällt. Auch Kritik und so, ich versuche das zu verbessern. Schreibt Tipps für den nächsten Bike-Check bei meinem anderen Bike dann. Da muss ich mir auf jeden Fall was anderes ausdenken, weil so allein ist das immer relativ schwierig. Und ansonsten, bis dann. Ciao.